Hey und meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Dieses Mal wieder Minecraft und ja, beim letzten Mal sind wir in einem anderen Biom gewesen, in dem da hinten. Wir haben Eisen gesammelt, ein bisschen Kühe getötet, ein paar Schafe und was ich jetzt direkt erstmal mache, mir ein Bett craften, weil wir haben es nachts und ich habe gesagt, sobald ich ein Bett und Eisen habe, werde ich wieder Peaceful deaktivieren. Und das werde. Ach Quatsch, jetzt habe ich was hab ich denn jetzt hier gemacht. Und das werde ich diesen, dieses heute auch machen. Weil wir haben ja jetzt alles, was wir brauchen. Und wir suchen uns einen schönen Platz, wo wir ein schönes Haus bauen können. Aber vorher töten wir noch alle Kühe. Und vorher gehen wir erstmal schlafen. So. Und übrigens, beim letzten Video, oder gesagt, vorletzten Video, hat ein Zuschauer geschrieben, ich hätte vielleicht nur 15 FPS, Digga. Da oben. Hier, oben. In der Ecke, da steht 59 FPS. Du bist irgendwie nicht so der hellste, wenn es. Und da jetzt steht 60 FPS. Du hast gesagt, das sind keine 60 FPS. Du hast gesagt, es wären 15 FPS. Arbeite an deinem Internet, Bruder. Es liegt anscheinend an deinem Internet. Ganz sicher nicht an meinem Videos. Es kann bei einigen Leuten sein, dass es ruckelt oder angezeigt wird, dass es ruckelt. Dann stellt die Qualität etwas runter. In den Einstellungen kann man das runterstellen, da kann man das runterstellen und der Typ, was mich wundert, macht auch Videos und hat einen guten PC, weil ich habe ein Video von dem angeguckt, ich glaube, da hat der PlayerUnknown's Battleground Highlights aufgenommen und da hatte der irgendwas mit 200 FPS, was oben in der Ecke zu sehen war. Einiges Support an dich, Bruder, richtig geiler PC, sag ich mal so, ne? Müsste ja dann auch gut sein, wenn du 200 FPS hast, es sei denn, das ist ein Anzeigefehler, ich weiß es ja auch nicht, ne, kann ja sein. Aber, Digga, verkneif dir solche Kommentare. Du kannst mir gerne, Kritik übers Video geben, Digga, deine FPS sind scheiße, arbeite mal daran. Okay, aber nicht sagen, dieses Video kann man sich nicht geben, weißt du. Erstens habe ich mehr Abonnenten als du, weil ich glaube, du hattest nur 18, ich habe 29. Zweitens, alle deine Videos wurden mehr gedisliked als geliked. Nur so nebenbei, du hattest auf einem Video, ich glaube, 17 Dislikes. Okay, bei mir ist das auch so, ne? Manche YouTuber haben das halt, die haben halt mehr Dislikes als, aber bei dir waren alle Videos mehr Dislikes als Likes. Ich will dich jetzt nur eine Kritik geben, ich gebe dir jetzt nur eine Kritik, ich hate dich nicht, ich gebe dir eine Kritik. Das ist kein Hate, was ich mache. Auf jeden Fall, sage ich mal so, ich habe 60 FPS, weil sonst würde das da oben nicht stehen. Jetzt habe ich vielleicht 51 FPS, 45 FPS, ist ja egal. Bei mir ruckelt es nicht, ich kann hier spielen, ich kann hier machen, ohne dass es ruckelt. Manchmal hängt zwar meine Tastatur ein bisschen, okay, aber da weiß ich auch nicht, was der Problem an meiner Tastatur ist. Jetzt ist meine Spitzhacke kaputt, Mieser. Ich mache jetzt auch mal hier einen Ofen, weil bevor es jetzt gleich wieder Nacht ist. Ich weiß nicht, ne? Ich glaube, ich habe zu hohe Chance eingestellt, weil immer wenn ich in die Richtung gucke, verdunkelt sich der Bildschirm ein bisschen. Egal. So. Jetzt brauche ich erstmal einen Ofen. Kohle haben wir auch gesammelt. Machen wir mal drei Öfen. So. Zack. Also wie gesagt, Digga, es sind keine 15 FPS. Liegt an deinem Internet safe. Und weil ich denke mal nicht, dass alle jetzt so einen ruckeligen Bildschirm haben, wie vielleicht bei dir, ich weiß ja nicht. Vielleicht wolltest du auch einfach nur einen dummen Kommentar abgeben. Machen ja auch viele auf YouTube, einfach nur dumme Hate-Kommentare abgeben. Kann ja sein, aber mich interessiert es nicht. Du kannst mich gerne auch beleidigen, wenn du möchtest. Ich bin ein erwachsener Mensch, bin 18 Jahre alt. Ich lasse mich von so einem Kindergarten nicht beeinflussen, sage ich jetzt mal so. Wenn du mich beleidigen willst, tu es gerne. Muss aber nicht sein. Wie gesagt, ist unnötig, ist kindisch. Und ich wollte dich jetzt gerade nur darauf hinweisen, du hast Unrecht gehabt. Deswegen, ich habe es dir gerade bewiesen. Falls du noch einen Beweis willst, spul einfach zurück. Ich zeige es dir nämlich jetzt nicht nochmal. Und das hier ist ganz sicher kein Anzeigefehler da oben. Und ich habe bei Minecraft 8 die Chance sehr hoch gestellt und normalerweise so höher man die Chance hochgestellt hat, weil ich habe ja hier auf Einstellungen, Grafikeinstellungen, Chance auf 9 gestellt und habe hier maximale Bildrate 120 FPS, also wenn das über 120 FPS schreitet, dann ruckelt es und wenn es niedriger als, glaube ich, 13 FPS oder so habe ich eingestellt,
Ne, 15 FPS oder 20 FPS waren das, glaube ich, habe ich eingestellt. Schließt sich automatisch mein Bildschirm. Ne? Nur so nebenbei. Oh, ist eine Schlucht. Ich habe es nämlich so eingestellt und man kann es auch so einstellen, dass nur Kohle ein bisschen was. Kein Eisen, zumindest sehe ich hier keins. Kann auch sein, dass hier unten was ist, aber ich sehe nichts. Ich brauche eigentlich nur Kühe. Beiden ist ein Schwein. Ich dachte gerade, ich hätte da irgendwie einen pinken Block gesehen. So Wollblock. Oh, ich habe Schluck auf, Entschuldigung. Also Lukas, ich, oder Luca, ich weiß nicht, wie du heißt, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, bitte guck richtig hin, bevor du nachher wieder ein Held abgibst. Es war keine Kritik, weil Kritik ist etwas freundlicher erstens. Da weist man jemanden drauf hin, was er falsch gemacht hat und sagt dem, was er daran vielleicht noch verbessern kann. Du solltest vielleicht aufhören, Hates jemand anders zu geben, weil ich denke mal, du hast bis jetzt nicht nur mir einen Hate gegeben. Ich denke mal, du hast auch noch anderen YouTubern einen Hate gegeben und die haben dich dann dafür gedisliked oder so. Ich habe dich nicht gedisliked, ich finde deine Videos ganz okay. Ich mag PlayerUnknown's Battleground, ich mag auch CSGO. Ich habe selber Counter-Strike auf dem PC. Ich nehme es nur nicht auf, weil ich bin eigentlich nicht so der Typ, der Ego-Shooter gerne spielt. Also Ballerspiele, sage ich jetzt mal so, und die aufnimmt, weil es gucken auch kleine Kinder meine Videos, sage ich jetzt mal so, unter 18-Jährige. Und die sollen sich kein Beispiel an Ballerspielen nehmen, weil in Amerika wurde es bewiesen, Kinder, die Ballerspiele gespielt haben, keine psychischen Probleme hatten, haben trotzdem einen Amoklauf gemacht. Und ich habe keinen Bock, dass nachher ein Kind meine Videos guckt und sich dann irgendwie, weil er in der Schule gemobbt worden ist oder so, nachher eine Waffe von seinem Vater nimmt und jemanden erschießt und ich bin es dann nachher schuld. Deswegen werde ich keine krassen Ballerspiele aufnehmen, so wie PlayerUnknown's Battleground oder Black Ops 2, Black Ops 3, irgendwie Call of Duty oder sowas. Werde ich nicht aufnehmen. Ich will nämlich auch nicht, dass kleine Kinder, wenn, dann würde ich nämlich eine Altersbegrenzung in das Video reinstellen, nur für ein Ballerspiel. Ich weiß, es war kindisch, aber ich will, dass kleine Kinder meine Videos gucken und ich will Unterhaltung an allen Altersklassen bieten. Minecraft gucken sich, wie gesagt, auch Ältere an. Guck mal, jetzt mache ich wieder nichts. Der springt automatisch. Hör auf zu springen. Voll verrückt, meine Tastatur. Die ist neu, die habe ich neu gekauft. Ist zwar keine Gaming-Tastatur mit pinkem Licht oder was weiß ich. Ist eine einfache Tastatur, die hat 35 € gekostet. Aber trotzdem, was ist. Guck, jetzt springt der wieder automatisch. Das war vorher nicht so. Bevor ich aufgehört habe, bevor ich aufgenommen habe, konnte ich ganz normal spielen. Ich habe gerade eben noch auf dem Server gespielt und da war das nicht so. Komisch. Da ist der nicht auf einmal automatisch losgerannt oder automatisch gesprungen. Das ist nur, wenn ich aufnehme. Kann sein. Oh, hier ist ein Kaninchen. Gute Nacht, Kaninchen. Jetzt hüpft das auch noch von mir weg. Bleib stehen. Komm her. Cool, ich hab dir nachgemacht. Hast du gesehen? Ich hab dich gemobbt. Hier ist noch ein Kaninchen. Zwei Kaninchen. Ich brauche nämlich ein paar Hasenpfoten, weil daraus kann man sich einen Sprungtank machen. Und ich glaube, da hinten waren meine Öfen. Ja. Ah, okay, wenn ich die mit einem Crit töte, dann gehen die direkt tot. Dann machen wir das mal. Ah. Ich habe jetzt noch kein Hasefoto aufgesammelt. Und auch noch kein Kaninchenfell. Egal, wir gehen jetzt erstmal zu unseren Öfen zurück, weil es wird gleich auch wieder Nacht. Die Sonne geht nämlich da schon wieder unter, wie ihr seht. Und ich werde diese Nacht noch kein Peaceful machen. Erst die nächste Nacht. Und ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, bei wie vielen Minuten wir sind. Ich glaube, 8 Minuten oder so müssten wir jetzt sein. Ich muss gleich mal gucken, weil ich will meine Video kürzer als 10 Minuten machen, weil gerade eben hat mein PC einfach fast 2 Stunden gebraucht zum Rendern. Deswegen ist unser Video auch heute so spät erst hochgeladen worden. Und ich mache auch nur noch ein Video pro Tag, wenn das weiter so geht mit den schlechten Hochladen und so. Mache ich nur ein Video pro Tag. Deswegen nicht wundern, falls nur ein Video kommt, Leute. Ich versuche 2 Videos am Tag hochzuladen, mit ihr viel Unterhaltung habt. Wenn das aber nicht klappt, dann muss ich da was an meinem PC gucken oder die Videos halt etwas kürzer machen, weil bei den 8 Minuten, da ging das eigentlich einigermaßen mit einer Stunde. Da kam was nur so spät, weil ich auch erst so spät aufgenommen habe und er auch erst so spät ein Headset gekauft habe, weil ich habe mir auch ein neues Headset dazu geholt. Zum Aufnehmen. Das eigentlich für meine Meinung nach eine richtig gute Tonqualität hat.
weil immer wenn ich meine Videos am Schneiden bin, höre ich das ja über Boxen ab, PC-Boxen, nicht über Headset. Ich habe ja noch einen Subwoofer mit PC-Boxen und allem drum und dran. Ja, auf jeden Fall hat das eine echt gute Tonqualität, meiner Meinung nach, das Headset. Zwar jetzt nicht so wie ein Großmembraner oder so, wie so ein Mikrofon, aber für ein einfaches Headset, was 35 € gekostet hat, ne, 40 € hat das so gekostet, 39 € noch was hat das gekostet, habe ich im Saturn gekauft. Das ist ein ganz einfaches Headset, sage ich jetzt mal so, und das ist eigentlich relativ cool. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt erstmal, wie viele Minuten wir sind schon. Ah, okay, ich muss mich verabschieden. Ich nehme direkt noch ein Video im Anschluss auf. Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Lukas, oder wie du auch immer heißt, falls du dieses Video siehst, ich habe es dir gerade ganz klar gezeigt, dass ich mehr als 15 FPS habe. Falls es bei dir ruckelt oder bei anderen ruckelt, stellt das in den Einstellungen runter. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Drückt die Glocke, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.